Die Visualisation der psychokorporellen Energiearbeit von Vivienne Rauber-Döckerpe, Psychologin Zürich, Schweiz. Gratis Selbsthilfelehrgang für Fortgeschrittene, Lektion 31, Fragebogen über Sexualität und Seelenbrücke. Schreib dir die Antworten bitte auf. Fragebogen über die Sexualität. Schreib dir die Definition auf. Sex ist... Was hast du in deiner Kindheit über die Sexualität gelernt? Was hätten folgende Personen gesagt? Deine Mutter. Sex ist. Schreib dir auf, was deine Mutter gesagt hätte. Und dein Vater? Sex ist? Schreib dir auf, was dein Vater gesagt hätte. Und die Kirche? Sex ist? Schreib dir auf, was die Kirche gesagt hätte. Wie und wann bist du aufgeklärt worden? Was denkst du über Selbstbefriedigung, über Masturbation? Masturbation ist... Was hätten folgende Personen zur Masturbation gesagt? Die Mutter? Selbstbefriedigung ist? Schreib auf, was sie gesagt hätte.
und der Vater? Selbstbefriedigung ist? Schreib dir auf, was er gesagt hätte. Und die Kirche? Selbstbefriedigung ist? Schreib auf, was die Kirche gesagt hätte. Wie zufrieden bist du mit deiner Sexualität? Was würde dein Traumpartner anders machen als dein jetziger Partner in der Sexualität? Was würdest du dir von deinem jetzigen Partner anders wünschen in der Sexualität? Stell dir jetzt vor, dein Partner steht vor dir und du sagst ihm deine Wünsche. Wir machen jetzt die Übung mit der Seelenbrücke für die Sexualität. Stell dir jetzt vor, dein Partner steht vor dir und bilde jetzt eine rosafarbene Lichtbrücke. Von deinem Herzen zum Herzen deines Partners. Sieh die Verbindung durch diese Lichtbrücke. Spür die Verbindung auf dieser Seelenebene. Nimm wahr, wie du von Seele zu Seele in Verbindung kommen kannst. Und frage jetzt deinen Partner auf dieser Seelenebene, was hättest du gerne von mir, wenn wir Liebe machen?
Was ist das Liebevollste, das ich, Punkto 6, für dich tun könnte? Warte auf die Antwort. Und schreib es auf. Wie ist dieser Wunsch für dich? Willst du es erfüllen? Kannst du es erfüllen?